Ja, herzlich willkommen, liebe Leute. Zurück zu Let's Play Pineview Drive. Mittlerweile im Tag 16. Die letzte Folge ging ja relativ zügig mit dem Hinweis, wo man finden konnte. Wir haben jetzt aktuell keinen Schlüssel, nur noch zwei Streichhölzer und noch ganz wenig Batterie. Okay, hier brauchen wir nicht lange gehen. Jetzt nochmal dahin zurück, wo wir letztes Mal waren. Da konnten wir ja zwei Türen öffnen, haben wir zwei Schlüssel gefunden. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Beeilen uns natürlich ein bisschen, weil es ja relativ zügig dunkel wird in dem Spiel. Finde ich jetzt. Jetzt ist der Clown wieder da. Der war ja in der letzten Folge verschwunden, der Clown. Jetzt sitzt er wieder da. Ja. Tür war mal geöffnet. Jetzt haben wir die Frage, vielleicht haben wir hier noch irgendwas übersehen. Das kann natürlich gut sein. Streichhölzer oder Batterien. Immer sehr wichtig. Aber hier oben war eigentlich alles verschlossen. Wir gehen dann nochmal die Treppe hoch, da wo der Hinweis lag, und schauen uns da einfach nochmal um. Die Tür ist aber jetzt nichts mehr. Die Türen waren ja ebenfalls verschlossen hier oben. Das heißt, wir müssen noch eine Menge Schlüssel finden. Okay, hier oben ist jetzt erstmal gar nichts. Und dann gehen wir wieder runter. Das eine Zimmer. Wir haben jetzt nur noch ein einziges Streichholz. Das ist echt nicht so toll. Okay, vielleicht war hier noch Streichholz. Hier war noch Streichholz. Wunderbar. Haben wir doch Glück gehabt. Da sind Batterien, auch sehr gut. Kann man gleich mal nachlegen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir gleich mal die Taschenlampe. Weil es ja doch arg dunkel ist für YouTube. Ich hoffe, ihr seht was. Wenn nicht, bitte ich das zu entschuldigen auf jeden Fall. Das Esszimmer, ja, mal das letzte Mal, aber ist schon ein paar Folgen her, wo wir da den Hinweis gefunden haben. Aber hier war ja soweit alles. Wie gesagt, soweit alles geöffnet. Sag mir lieber, wo der nächste Hinweis ist. Wenn er schon mit mir reden wollt. Das ist echt komisch. Die Tür ist offen. Das zweite ist verschlossen. Halt auch gar nichts. Ja, müssen wir halt weitersuchen. Irgendwo muss ja was sein. Können wir da ausmachen. So viel Batterien haben wir dann auch nicht.
Da sind noch Streichhölzer, das ist sehr gut. Aber ansonsten ist hier nichts mehr drin. Nee. Das kann doch nicht sein. Es sah so aus, als wäre da ein altes Segelschiff auf einen Riff an der Küste gelaufen. Okay. Scheint, dass wir raus müssen. Altes Segelschiff auf Riff gelaufen. Also ich habe bis jetzt kein Segelschiff gesehen. Sagen wir es mal so. Oh, der Leuchtturm, der leuchtet auch noch nicht so sehr lang. Freuen, die Vogelscheuche ist auch noch da. Das ist schon mal sehr gut. Da ist ein Schiff, aber echt. Hä? Das habe ich früher nie gesehen. Schlüssel gibt es hier keinen, oder wie? Wie soll ich das verstehen? Ne, hier ist eine unsichtbare Wand, da komme ich nie weiter. Was war das gerade da oben? Wo da rumfliegt? Seht ihr das da oben? Scheiße! Das ist irgend so scheiß Flattermäuse, wo da rumfliegen, ey. Ich glaube, es geht los. Oh. So was hasse ich ja abartig, ey. So Viecher. Muss ja irgendwo ein Schlüssel sein, verdammt. Wenn ja irgendwas vom Segelschiff ist auf Riff gelaufen. So muss da irgendwo in der Nähe ein Schlüssel sein. Zumindest oder ein Hinweis. Schlüssel muss es ja nicht unbedingt sein, aber ein Hinweis könnte es zum Beispiel sein. Aber ich glaube eher, dass es ein Schlüssel ist. Vermute ich jetzt einfach mal. Schon merkwürdig. Das Licht an. Clown sitzt immer noch brav da. Das ist gut. Wie ging's da hier raus? Mit hier was? Thank you.
sag, hier muss ja irgendwo ein Schlüssel rumfahren. Schlüssel ist ja nicht. Hier ist kein Schlüssel. Ne. Ein Hinweis wäre nicht schlecht. Noch einer. Kleiner Hinweis. Vielleicht sollte ich mir die angespülten Wrackteile ansehen. Hier. Oh. Okay. Da ist ein Schlüssel. Komm jetzt. Nimm das Ding jetzt. Die Viecher machen mir echt Angst davor, das sag ich dir. Ich geh mal schnell wieder rein. Ich guck jetzt mal, ob das hier passt, wenn wir schon mal hier sind. Aber glaube ich jetzt weniger. Passt es nicht. Zwei von diesen Dämonen. Jetzt natürlich wieder einen Schlüssel gefunden. So, mal schauen, wo der passt. Das ist auch zu. Ich vermute ja mal, dass das eher oben passt. Weil durch diese Tür da oben waren so viele Türen, wo verschlossen waren. Schau zu. Würde ich eher tippen, dass es hier oben irgendwo ist. Ganz oben meine ich. Da waren glaube ich zwei oder drei, vier Türen sogar, wo zu waren. Passt auch nicht. Passt auch nicht. Da passt er. Wunderbar. Batterien auf Toilette. Wunderbar. Da steht nichts der Hinweis. Okay. So langsam bin ich mir sicher, dass Linda recht hat. Irgendwas stimmt in diesem Haus nicht. Ich höre und sehe immer mehr Dinge, die ich nicht erklären kann. Ja, das geht mal aus, oder? Tag 17. Ja, liebe Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben oder gegebenenfalls ein Abo. Und wenn ihr sehen wollt, wie es in der nächsten Folge weitergeht, dann schaltet wieder ein bei Let's Play Pineview Drive. Ciao, ciao.